Hallo und herzlich willkommen zu Zart am Limit hier aus dem Kunstverein in Frankfurt. Wir sind natürlich ohne Studiopublikum und das ist bei dem heutigen Thema der Sendung vielleicht gar nicht so schlecht, denn es wird sehr intim. Es geht um Liebe und Dating. Mit meinen wunderbaren Gästen, dem Bestsellerautor Michael Nast, der Moderatorin Annie Hoffmann und dem Basketballprofi und Bachelor André Mangold. Hi! Jetzt möchte ich mal vorab klären, es geht ja um Liebe und Dating. Wie ist denn euer aktueller Beziehungsstatus? Michael? Also. Oh Gott, ich muss zuerst. Oh Gott, was für ein leichter Einstieg. Für mich ist es einfacher. Für dich ist leicht, gell? Ich bin glücklich vergeben. Sehr glücklich. Das können, glaube ich, die wenigsten behaupten, aber es ist eine schöne Aussage. Ja, da werden wir gleich drüber reden. Ja. Aber das ist auf jeden Fall, wir sind ja alle auf der Suche immer gewesen und hoffen natürlich dann, wenn wir es gefunden haben, so wie ich gerade, dass das dann auch ewig anhält. Ja, dass das Glück auch lange anhält. Auf jeden Fall. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt zusammen, was haben wir jetzt? Knapp über ein Jahr erst. Also noch nicht allzu lange. Ja, da ist man auch noch glücklich. Aber ihr wohnt auch schon zusammen, ne? Ja, auch das ist richtig. Wir wohnen zusammen. Oh, das ist ein Katalysator. Hatten wir auch schon mal gehabt? Zusammenziehen also, findest du schwierig. Also du bist aktuell Single, um das mal kurz festzuhalten. Ich kann mich ja auch irgendwie auch um die Anbieter rumgekommen ist. Ob er es 45 Minuten schafft. Warum ist es dir unangenehm, dass du Single bist? Nee. Also es ist ja halt so. Ja. Ja. Aber ich merke halt doch, ich hatte kürzlich mit Stefanie Stahl, dieser Psychologin, ja. Die hat mit mir so eine kleine Therapie- oder Analysestunde gemacht. Und die hat dann sozusagen bei mir halt eine Bindungsängstlichkeit, habe ich ja schon. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich auf 7. Oh, und da werden, darf ich mal kurz aber fragen, da werden einem so Fragen gestellt? Nein, wir haben das. Das hat die per Ferndiagnose. Das, wir haben per FaceTime. Nee, eine Stunde haben wir uns schon unterhalten. Und es gibt auch irgendwie Studien, ich glaube 30-40% der Menschen haben Beziehungsängste. Genau. Und das Krasse ist, dass halt sehr viele Leute uneingestanden eigentlich Beziehungsängste haben. Die wollen eigentlich nicht verletzt werden, was du auch meintest. Die haben zum Beispiel so ganz lange Listen als Single. Kennt man ja, ne? Dass man so ganz lange Listen hat, wie denn der Partner sein muss oder nicht sein muss. Und wenn man dann so ein bisschen abweicht, das ist halt bei mir das Problem, dann ist das entscheidet dann schon diese Kleinigkeit gegen den Menschen. Also die Vorstellungen sind schon zu konkret sozusagen. Genau. Man hat so eine Liste. Und das ist unbewusst. Eine Beziehungsvermeidungsstrategie. Was steht denn Annie, wie ist denn dein Beziehungsstatus? Möchtest du ihn teilen? Mein Freund hat gesagt, ich soll sagen, dass ich Single bin. So. Geil. Das ist ja geil. Mein Mann sagt immer, ich soll sagen, dass ich verheiratet bin. Also so, weißt du, da ist die Freiheit. Ich glaube halt aber bei diesen Listen und bei diesen konkreten Vorstellungen, das ist genau das Problem. Und es gibt ja auch oft diese Ausrede, die man sich selber als Mann und als Frau manchmal erzählt, so wenn man unglücklich verliebt ist, so, ja, der hat bestimmt, der hat voll Beziehungsangst. Und so 3 Monate später ist er verheiratet mit einer anderen. Also, oder ist das nicht auch was? Naja, oder auch so diese Stories von Freundinnen, so, nee, wir haben uns getrennt, der will nicht heiraten und keine Kinder. 12 Monate später verheiratet, ein Kind. Aber das ist richtig schmerzhaft, glaube ich. Dann ja auch ein bisschen die Ausrede, die man wahrscheinlich selber sucht. Ne? Ich meine, es gibt ja Phasen irgendwie immer, ich habe das in meinen Ex-Beziehungen gemerkt, dass ich so bei der 4-Jahres-Grenze, dass ich immer gemerkt habe, so, das ist irgendwie so eine entscheidende Phase, wo man jetzt merkt... Ich habe noch nie so weit geschafft. Ich auch nicht. Beide so, wir können nicht mitreden. Das ist bei mir immer so zwischen dem 4. und 5. Jahr irgendwie auseinandergegangen, weil irgendwie man sich verschieden irgendwie anders entwickelt hat oder gemerkt hat, so der Partner möchte jetzt vielleicht den nächsten Schritt gehen, zu dem bin ich vielleicht noch gar nicht bereit. Wie alt bist du jetzt? 33. Ich habe aber eine gute Neuigkeit sozusagen für dich, wenn du Verheiratete leben 7 Jahre länger. Also es kommt einem vielleicht auch nur länger vor, aber Männer oder Frauen? Beide. Verheiratete leben länger. Ich glaube, beides kann schön sein, auf jeden Fall. Ich noch mal zu dem Thema davor auch. Vielleicht diese Angst, sich binden zu wollen. Ja? Ich habe oftmals oder höre ich den Satz von Singles, oder wenn ich Single bin, dann bin ich ja frei, dann kann ich machen, was ich möchte. Ich glaube, das ist komplett der falsche Ansatz. Du solltest in einer Beziehung einfach nicht dich irgendwie eingeengt fühlen oder das Gefühl haben, ich muss alles zu jeder Zeit mit meinem Partner machen und mit ihm, klar, sollte man irgendwie offen und ehrlich sein und alles mit ihm teilen, aber es gibt auch Sachen, die man für sich behält oder die man für sich behalten sollte. Das hat nichts damit zu tun, dass man ihm irgendwie nicht vertraut, aber man braucht für sich, man ist ein Individuum, man braucht für sich Zeit und sein Leben, seine Aktion und die Frau braucht das genauso. Nee, das ist halt auch ein Problem, was ich zum Beispiel auch habe, was glaube ich auch sehr viele haben, dass ich mir eine Beziehung
eigentlich wie so eine ewige, so eine endlose Verliebtheitsphase vorstelle. Ja, diese Endorphinausschüttung die ganze Zeit und so weiter. Und ich, das ist halt das Ding und daran arbeite ich auch gerade sehr. Ach so, das an heißt, mir. Du denkst, es bleibt immer so, wie ich sag mal, in den ersten drei bis sechs Monaten? Genau, nein, oder schon ein bisschen länger. Es gibt dazu auch Studien, man eigentlich hält dieses Hormon, was man am Anfang hat, nur maximal 2 Jahre. Also diese Honeymoon, du weißt das natürlich auch alle. Ne, also diese Phase, in der man halt so aufgeregt ist und so. Aber dennoch gibt es einen Professor, der sagt, die Anfangsphase sei eigentlich die schwierigste. Also wenn man die überstanden hätte, weil man da noch so sich orientieren muss. Also vielleicht einfach mal durchhalten, Michael, oder? Genau. Naja, bei mir ist es so, dass ich dann natürlich, sagen wir mal nach diesen 3 Jahren, wenn ich so abflacht, so diese Kurve, dass ich sage, Moment mal, die Beziehung ist irgendwie, da ist jetzt die Luft raus. Ich finde die Anfangszeit auch, natürlich ist die aufregend und toll und neu und spannend, aber das ist ein permanentes Bewerbungsgespräch. Ja. Jeder verkauft die beste Version von sich selbst, die überhaupt nicht ist. Genau. Ja, ist auch anstrengend, ist gell? Das so? Ich sehe zu Hause auch, ich sitze sonntags auch immer so rum, weißt du? Also ja, klar, ist klar, klar. Ohne Sport. Ich habe immer gute Laune. Da sollte man vielleicht schon ansetzen, oder? Ich meine, natürlich, wenn du das erste Date hast, na klar ziehst du dich da irgendwie schick an, ist doch logisch, weil du dich präsentieren willst. Aber wie lange hältst du das aufrecht? Beim zweiten Date du nicht zu Hause und hängst im Jogger rum und bist da, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir reden über 2 Dinge. Das eine, dieses Komplizierte, ist eigentlich dieser Beginn, bevor die Verliebtheit auf beiden Seiten ist, das meine ich, ja. Der kann ja auch sehr schmerzvoll sein, dieser Weg, also wenn es dann nicht total so richtig passt. Aber wenn diese nicht das Schöne ist ja diese Erwiderungsgewissheit. Genau. In dem Moment, in dem du eigentlich weißt, jetzt wird das erwidert, kannst du dich ja auch ein bisschen... Dann fängt diese Phase an, die ich eigentlich meine. Ja. Ja, aber vorher ist es halt so, bei mir ist es ja auch so, ich wundere mich immer, alle sagen mal, du bist der Mann, der sich mit der Liebe so auskennt, aber ich bin eigentlich der Mann, der sich mit der unerfüllten Liebe so auskennt. Oh nein. Das wird sich nach dieser Show alles bitte ändern. Bitte rufen Sie an. Genau, nein, jetzt nein, ist doch nein, deine nein, Chance, nein, Michael. Nein, also ein Casting-Aufruf. Wie soll deine Traumfrau aussehen? Du, jetzt kannst du mal alle Kriterien loswerden. Das hat nichts mit dem Aussehen zu tun. Wie soll sie sein? Das aber ein Beuteschema hast du. Wie soll sie denn nicht sein? Ist das vielleicht einfacher? Das Schlimme ist, also wenn man das Beuteschema sagt, das Krasse ist halt, es ist ja dieses, mein Beuteschema ist tatsächlich... eigentlich eher die Konstellation. Und das ist das, worauf ich raus muss. Also ich brauche immer eine Frau, die in gewisser Weise außer Reichweite ist. Die vielleicht, also die eigentlich zweifelt, dass ich sozusagen begeistert von meiner Begeisterung für sie sein kann und uns so mitreißen kann. Also du willst immer so ein bisschen die Anstrengung, das Kämpfen, genau, diese Ungewissheit. Aber das ist ja auch das, was André vorhin meinte, dieses... Natürlich ist es ein ewiger Konflikt, finde ich, aus diesem Gefühl, man sehnt sich nach Sicherheit und Geborgenheit. Gleichzeitig sehen wir uns aber alle, der eine mehr oder weniger, nach Abenteuer, nach Mystery, ne, nach dem Geheimnisvollen. Ja. Und diese Kombination ist ganz, ganz schwer. Also du kannst eigentlich nur das eine oder andere haben, oder? Ich habe diese Psychologin Stephanie Stahl gefragt, was ist die von der Natur des Menschen, was passt da am besten? Welcher Beziehungsentwurf? Und sie sagt so, Monogamie. Und wir gucken uns an. Und müssen beide lächeln. Habt ihr danach miteinander geschlafen? Ja, es ist so. Er redet so viel von dir. Oder? Hallo, Stefanie. Wie dieses Gespräch hat. Nee, und dann sagt sie, mit gelegentlich wechselnden Sexualpartnern. Also immer mal wieder. Weil also wir schon so veranlagt sind. Temporäre Monogamie. Genau. Nein, eigentlich eine Monogamie, denn wir wollen ja diese Bindung haben. Ja. Also Liebe ist ja eigentlich, dass man sozusagen das Leben oder zwei also Leben... Also eine offene Beziehung. Nein. Nein. Ja, also Monogamie für diese 2 Jahre, in der es schön ist. Nee, Monogamie und dann für eigentlich eine Person, die schon ein Leben lang hält, sozusagen, also eine Lebensphase hält. Aber wir sind schon so veranlagt, dass wir auch mal die Fremdheit von Sex mit anderen Leuten. Echt? Das höre ich zum ersten Mal. Es gibt ja Beziehungen auch, die das, muss keine offene Beziehung sein, aber du kannst dann natürlich auch mit deinem Partner irgendwie Kompromisse führen. Es gibt Pärchen, die gehen irgendwie in Swingerclubs oder leben sich irgendwie anders aus. So, für mich wäre das jetzt auch nichts, aber... So wie du es auch angesprochen hast, in der Folge, wenn du da sagst, für dich, wenn du als Pärchen festlegst, für mich ist es einmal im Jahr so und für uns ist es okay und wir sind in Ordnung damit, warum nicht? Aber wir sind natürlich so steif hinter dem Muster, die meisten einfach, dass wir sagen, nee, treu und sonst funktioniert es nicht.
Ich glaube, es ist total wichtig, dass jedes Paar seine eigenen Regeln und Gesetze hat und niemand sagt, so musst du aber als Paar sein oder so hast du zu sein. Wir gehen ja sehr nach vorgegebenen Regeln halt aus, wie es halt eigentlich religiös ist, das eigentlich noch bedingt. Ne? Also wie eigentlich diese Ehe, die ein Leben lang hält und so weiter. Und wir sind ja gerade, und darum sitzen wir wahrscheinlich auch hier, in so einer Umbruchssituation, in der wirklich... die Frau nicht mehr abhängig ist wirtschaftlich vom Mann. Ja, dass plötzlich man... Gott sei Dank, ja. No, aber das oder? Das bringt... Ja, natürlich. Und dadurch kommt aber natürlich ein neuer Problemhorizont dahin. Was macht diese Freiheit mit... Genau. Aber das ist ja auch das, was André vorhin meinte, dass eine Beziehung nicht automatisch bedeutet, man hat keine Geheimnisse mehr voreinander. Man hat, also ich glaube, viele trauen sich nicht, eine Beziehung einzugehen, weil sie auch Angst haben vor dieser Selbstaufgabe oder irgendwie diesem FOMO, also ne, Verpassungsangst irgendwie. Verzicht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist auch immer, wo stehe ich in meinem Leben und wo steht mein Partner in seinem Leben. Mhm. Also der eine kann total bereit sein, wenn es der andere nicht ist, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube, wir haben alle so Menschen in unserem Leben mal gehabt, wo wir jetzt zurückgucken, denken so, ach shit, es hat doch eigentlich mega gut gepasst, aber das Timing war nicht das Richtige. Total. Wir müssen jetzt kurz, ich möchte euch nämlich besser kennenlernen und ich möchte, dass ihr trinkt, dringend, weil es gibt ganz schöne Ananas-Cocktails. Wir machen jetzt nämlich ein Spielchen. Ihr dürft mitkommen. Ihr müsst sogar mitkommen. Wir lockern jetzt die Zunge. Wir haben ganz indiskrete Fragen für euch vorbereitet. Ja. Also nicht ich, natürlich die Redaktion. Und wenn ihr diese Fragen nicht beantworten wollt, dann müsst ihr aus dieser Ananas trinken. Die Fragen stehen auf eurem Schirmchen. Okay. Keine Sorge, dieser Drink ist total köstlich und gesund. Es ist Rollmopswasser, Wurstwasser, Sojasauce, Knoblauch, Sauerkrautsaft, Rote Beete-Saft, Kapernlake, Tabasco und auf euren Wunsch noch Rum. Ich hab doch gesagt, wir kommen bei RTL, hier ist das Dschungelcamp. Also dafür, dass da so viel Blödsinn... Nein, ihr müsst nur trinken, bitte haltet es, ihr müsst nur trinken, wenn ihr die Frage nicht beantwortet. André, hol mal unter deinem Schirmchen sind Fragen, du liest die Frage an dich vor. Ach so, hier. Also jetzt quasi, das muss ja auch eine Strafe sein. Ich habe natürlich... Hast du gerade an meinem Drink gesagt? Ich habe hier so... Was denn, hast du eine andere Farbe? Ich hab was Eigenes. Ja, ich hab so ein schönes Ding. Ich kann nicht antworten. André, was war der schlechteste Sex deines Lebens? Oh Gott, bin ich froh, dass ich das habe. Das soll jetzt ernsthaft beantworten. Ja, du musst ja keine Namen nennen. Aber gerne Adresse und Telefonnummer. Ich weiß das wirklich nicht. Aber ich habe natürlich direkt irgendwie eine Situation im Kopf, wo ich dachte, es war ein One-Night-Stand. Und ich dachte, oh, das wird auf jeden Fall, das ist so eine hübsche, schöne Frau. Und das wird die Nacht meines Lebens. Und dann war es einfach relativ schnell vorbei. Weil ich nicht innehalten konnte. Und das war auf jeden Fall nicht so cool. Okay. Weil dann die Situation einfach nur unangenehm war. Okay. Annie? Ach ja, jetzt muss ich vorlesen, ne? Ja. Hoffe ich aber, dass noch was kommt, ne? Komm, ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst. Ja. Annie, was ist für dich der allerschlimmste Beziehungskiller? Ja, toll. Und ich krieg so eine Frage, ne? Oh, schwierig. Kann ich mehrere Sachen antworten? Ja. Mach deine Top 20. Genau, wir verschieben. Wir gehen in die Werbung. Unehrlichkeit, wenn der Typ keinen Sexdrive hat. Das ist ja Nummer 2. Oh, jetzt kriegst du aber Anfragen nach der Sendung. Ja. Also, ich mag gar keinen Sex. Bitte rufen Sie mich an. Ich bin total asexuell. Was heißt denn kein Sexdrive? Und respektlos sein. Ja, also über anderen und dir? Ja, genau. Also wenn jemand keinen Respekt hat vor anderen und auch nicht vor mir, das ist so für mich das vorbei. Ja. So, Michael, Schirmchen. Ach so, okay. Schirmchen, grüße. Komm, eine Frage. Wir wollen noch mehr. Ich bin unschuldig übrigens, ne? Der Mensch, da kann ich lang. Okay, was steht? Lies vor. Das kann ich nicht ernsthaft beantworten. Ja, da musst du trinken. Dein Rollmopp. Du hast ja hier Alternativen. Wir sind ja eine anständige Sendung hier. Bei uns gibt es Möglichkeiten. Michael, mit wie vielen Frauen hast du geschlafen? Eine Range? Einfach zu beantworten. Gibst du uns irgendwie eine... 11? Ja. Du sollst nicht lügen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich sage immer... Trink. Nein, ich kann sagen, was ich sage. Wenn ich gefragt werde. 46. 46? Sage ich, ja.
Das ist doch okay. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ganz ehrlich, 46, okay, das ist für eine Zahl. Also das glaubt dir kein Mensch. Nein, ja, trink. Doch, das wurde mir das Problem ist bei dieser Frage. Das Problem ist bei dieser Frage, ne? Die Kamera, egal, was für eine Nummer du sagst. Wenn du irgendwas unter 10 sagst, sagen die Leute gelogen. Und wenn du was sowas.